Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Clowns hier vor Ort. Das Thema Wasserhaushalt ist für die Zukunft Brandenburgs von zentraler Bedeutung. Das Thema war auch schon wichtig vor... Herr Abgeordneter, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gehört habe. Hatten Sie gerade hier anwesende Personen als Clowns bezeichnet? Ja. Dann bitte ich doch mal, Ihre Wortwahl ein bisschen zu bedenken. Das sind als Abgeordnete, wir haben alle schon einen langen Tag hinter uns. Und ich würde Sie bitten, das zurückzunehmen. Dann würde ich das dem Herrn Preetz bitte auch nahelegen. Vielleicht können Sie das ja mal intern machen. Ich habe nicht gehört, dass Herr Preetz jemanden mit Clown, als Clown tituliert hatte. Nein, aber er macht sich hier zu jemandem manchmal. So, meine Damen und Herren, wollen wir zum Thema Wasser zurückkommen? Ja, das Thema Wasserhaushalt ist für Brandenburg von zentraler Bedeutung. Das Thema war auch schon wichtig, bevor die älteren Parteien das Mittel der Klimapanik für sich entdeckt haben. Die gesamtheitliche Wasserwirtschaft in Brandenburg ist eine weitläufige Generationenaufgabe. Das wurde auch schon gesagt. Leider wurden die letzten über 30 Jahre auch strategische Fehler gemacht. Wichtige strukturelle Einzelmaßnahmen wurden vernachlässigt. Man muss zugestehen, dass gute Fachleute in den Wasserverbänden in ganz Brandenburg sich zu dem Thema theoretisch alle wieder weiter genähert haben. Diese Koalition hat sich nun aber über 4,5 Jahre für das Gesamtkonzept Anpassung an den Klimawandel im Politikfeld Wasser Zeit genommen. Ihr Konzept ist eine Aneinanderreihung von Problembeschreibungen, die uns seit langer, langer Zeit bekannt sind. Der Umsetzungsstand zum Landesniedrigwasserkonzept mit 58 Punkten, die wirken eher als Platzhalter. Na gut, sei es drum. Die Wasserproblematik besteht unabhängig von der Ideologie des menschengemachten Klimawandels, eine Ideologie, die sich wie ein roter Faden durch ihr Gesamtkonzept zieht. Daher würden wir auch einem sogenannten Klimaabschlag, eine Klimawassersteuer für die Daseinsvorsorge, für die Wasserdarbietung entschieden ablehnen, und wir lehnen auch weitere Gängelungen der Landwirtschaft ab. Ein Grundproblem, das schon lange bekannt ist, dass tendenziell zum Beispiel immer mehr Grundwasser im gesamten Berliner Raum gefördert werden und das Schmutzwasser nach der Klärung allgemein in den Klärwerken größtenteils einfach in die Flüsse abgeleitet und nicht mehr in den Grundwasserkreislauf zurückgeführt werden. Die zukünftigen erforderlichen vierten und fünften Reinigungsstufen in Klärwerken, in strapazierten Grundgewässer dargeboten, besonders im Ballungsraum Berlin, sollten, wie im Antrag aufgezeigt, eine Pilotregion für die Wasserwiederverwendung werden. Auch die Verrieselung von verunreinigten oder dann von gereinigten Ab- und Regenwasser ist zu prüfen. Dies wurde durch die AfD ebenfalls mehrfach angesprochen. Sie haben sich, und das auch zu meiner Person, mehrfach verächtlich uns gegenüber bei diesem Thema gezeigt. Dieses Pilotprojekt müsste jedoch über den Bund laufen. Das kostet sehr viel Geld. Sie regieren im Bund. Wir wollen mal schauen, wie die Umsetzung vonstatten geht. In Anbetracht der sich weiter verknappenden Wasserreserven ist das Handeln der Landesregierung für uns nicht weiter nachvollziehbar. Sie bündeln lieber wichtige Ressourcen in einem viel zu groß angelegten Moorschutzprogramm in ausgewiesenen Kulturlandschaften. Die AfD-Fraktion kritisierte, dass die vielen kleinen zu bewältigenden Maßnahmen, die notwendig wären, den Wasserhaushalt für die kommenden Jahre nachhaltig zu ertüchtigen, nicht getroffen wurden. Räumlich östlich, südlich in gewisser Entfernung, nordwestlich ist das Grundwasserdargebot um die Metropolregion Berlin zu 100% ausgelastet. Zum Glück regnete es in den letzten zwei Jahren deutlich mehr. Das hat der Grundwasserneubildung zukünftig sehr gut getan. Zugleich bestand dieses Jahr eine gewisse Zeit an Problemen, in regenreichen Zeiten das Wasser aus der Landschaft zu bekommen. Zukünftige wasserwirtschaftliche Maßnahmen müssen ganzheitlich flexibel, so gut wie möglich für trockene und regenreiche Wetterszenarien gedacht werden. Was ist denn außer den Konzepten der Großen Koalition geworden in dieser siebten Legislatur? Nichts, gar nichts. Im Großen und Ganzen haben wir weitere neue Arbeitskreise, Studien, Konzepte. Ja, und deshalb, die AfD fordert sehr praktische Umsetzungen und weniger theoretische, aufgeblasene, klimahypothetische Selbstbestätigungskonzepte. Ich bitte Sie darum. Zur Information. Sie haben
Als Landesamt für Umwelt, für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung haben Sie die Zuständigkeit und Sie hätten schon in Ihrem Zuständigkeitsbereich viel unternehmen können als Projektträger. Das ist auch ausgeblieben. Dennoch, die Wasserversorgungsplanung muss weiter den lokalen, also in den Händen der verantwortlichen Kommunen getragenen Versorger bleiben. Auf die Notwendigkeit von auch von kleinteiligen Regenwasser-Rückhaltesystemen hat die AfD-Fraktion immer wieder hingewiesen. In den letzten 5 Jahren allein ist jedenfalls nicht genug passiert. Das Thema Ressource Wasser wird uns weiter erhalten bleiben, wurde auch schon gesagt, für die nächsten Generationen. Wir müssen dringend praktische Umsetzungsideen durch neutrale Fachleute erarbeiten und endlich unideologisch umsetzen. Packen wir es an, es wird eine Menge Geld kosten. Das Geld verwalten Sie, Sie geben es ins Ausland. Da gehört es nicht hin. Für die Infrastruktur in Deutschland wird es gebraucht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.